Und schon sind wir in Kapitel 6. Oh, sehr gut. Vorletzte Kapitel. Leute, vorletzte. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das Gleiche. Ah, ich hab ihn geschmeckt. Mhm. Geil. Auf wen hast du es diesmal abgesehen? Mich oder Sadler? Das liegt ganz bei dir. Planänderung. Das heißt, wenn du einwilligst. Sollte mich etwa beeindrucken? Interessant. Okay, bin dabei. Kostet dich aber extra. Kluge Entscheidung. Ich schicke dir die Koordinaten. Und vergiss nicht, ich mag es nicht so. Warten, ich weiß. Oh, warte mal. Okay. Besser. Schöne Güte. Das machen wir gleich. So. Zack. Das wird Schuss wieder, Tasche. Mhm. Jetzt habe ich 1000 mal schnell geschenkt gekriegt. So. Gut, das war der.
So, von hinten dürfte ich das Lob auch schon bekommen. Da ist der Schatz, den ich wollte. Kokosteil. Das ist ein Mischwetter, ne? Auf die Türen raus hier. Mal da hinten hin. Wie von da kommen? Von der Ecke oder was? Habelt hier. Ah, Kisten. Und die Türen hier, ne? Und Flintmunition, sehr schöne Lauge. So. Das war noch wichtig. Ich dachte aber, da irgendwie zu weiterkommen. Ich will jetzt nur von der anderen Seite kommen, so wie ich weiß. So, nun gehen wir mal hier weiter. Anheizen? Okay, gut, dann nicht. Tschüss. So, Pistolenmumpe nochmal und weiter geht's. Den Zielschuss bist du eng verbraucht. Bin halt immer noch hart im Plus, was angeht. Die war sie gerade rückwärts ab, ne? Ja, ne? Tschüss. Winke, winke. Wie jetzt? Ich mach Loot? Dreckschweine. So, wo bin ich jetzt? Bin ich nach unten geradeaus, ist dann gleich ein Schatz. Ich meine, komme da. Ist mein Eingang. Ja, so ne? Einfach werden die mich nicht durchlassen. Auch geht bestimmt. Na ja, glaube ich, geht. Na, alles cool. Der Auftrag ist schon erledigt. Mhm. So, ist die Lunge? Ich wusste, auf dich kann ich ziehen. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Glaub mir, das willst du nicht wissen. 10 habe ich noch, wollte ich noch alle nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Das Ding will ich haben. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Oh, die Striker können wir so. Ah, jetzt müssen wir schon dann hier. Schwere Granate, weiß ich auch nicht. Ich 40.000 Geld. Dafür lasse ich ja. Springen. Ja, du mich auch. So, tunen. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Kleinigkeit. Für diese Arbeit braucht es Finger. Ach, schade, dass diese Waffe da. Damit Angriff gerade auf das 1,5-fache. Also 2,5. Für den Hausgebrauch.
Kann ich sonst noch etwas für dich? Nö, hat euch schon. Das wurde voll machen, das wurde voll machen, und rechts öffnen. So. Das reicht dann erstmal. Dann wir noch Blindgranate wollen. Und mehr Pi-Munition. So. Yay. Mhm. Wo kommt der? Oh nö, ich bin schon wieder. Wo war er erstmal? Mhm. So, zack. Weil die dritte Schelle. Mal gucken. Einmal was. Ich werde so wenig wie möglich verballern hier. Au. Was sind die jetzt? Man, noch so ein Wichser von hinten. So. Oh, so ein Affe. Erledigt. Du blöde. Ja, ist doch okay, Uzi. Erwischt. So, wenn ich den Kochtag kann ich gleich verwenden, ne? Oder warte mal. Der macht so und der macht noch nicht so weit. Also die sind eher so nice to have Dinger. So. Das war das. Ja, ging eigentlich. Hab leider so ein Heilungsding wieder verknallt, ne? Ich nehme was da so ein Arsch von hinten kommt, aber ich nehme was jetzt in den 5-Fach-Kombo haben gefühlt. Ich überlege mir, die könnte ich töten damit. Da hüten. So. Könnte auch irgendwas, nö, ne? Weiß was sagen wollten, nö, gar nicht. Okay. Von wo kommen eigentlich die Galanten hier? Die Roten. Sind wir ganz voll Idioten? Mhm. Lang. So. Das war das. Bin spät. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm. Wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Mhm. Ehe du stirbst. Mhm. Mhm. Dann brauchen wir schon wieder. Das war gar keinen Sinn. Wasser. Ich gehe sowieso hier lang. Ja, hätte ich auch noch kein Mädel. So.
tust du dir nicht was gut? Käfer. Gehört, Schmuckkäfer sind jetzt wieder in einer auf der Sezierstation in Tank 1. Okay. Zur Funkzentrale komme ich nur durch dieses Tor. Aber es. Notiz eines Wissenschaftlers. Okay, keine Panik. Ich muss mich auf die Fakten konzentrieren. Erster. Die Testobjekte in der Anlage sind ausgebrochen. Das Tor ist zu. Die Stromversorgungseinheit fehlt und ohne kann man nicht öffnen. Soweit ich weiß, gibt es so eine Einheit im Gefrierhaus. Es ist eine Notstromeinheit für den Fall, dass eins der Testsubjekte außer Kontrolle gerät, sollte es also passen. Nur wie komme ich ins Gefrierhaus, ohne dass ich dabei draufgehe? Denk nach, nicht aufgeben. Denk an deine Familie, du schaffst das. Für sie glaub in dich. Es hat keinen Strom. Jo. Na dann. Da muss ich rein, ist richtig. Erwischt. Achso, ist ja so immer. Na dann komm. Weg mit dir. Mhm. Warte mal. Sind schon ein paar Tanks kaputt? Dann sind leer, warum auch immer. Kaputt. Ja, bist ein Bein. Okay, war das ja. Ja, ist richtig. Hast du verdient. 9. April. Es ist soweit. Ich habe ein neues Labor erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten auf seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, seine Gewebe immer wieder zu regenerieren. Datum 10. April. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. Datum 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeifer aus der Abteilung von einem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe unser alles unter Kontrolle. Datum. Das Subjekt ist durchgedreht und aus dem Kryo Tank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Wo denn? Warte mal, hier ist noch so eine Leiter, wa? Dann gehen wir mal kurz hoch.
Lass mal kurz das hier machen. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Gut gemacht, Fremd. Angenehme Reise. Willkommen. Achso, 8 Zweier brauche ich. Ja, super. Beim nächsten Mal. Was ist das?